In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre Elster-Zertifikatsdatei in Ihrem Mandanten hinterlegen können. Um die Zertifikatsdatei zu hinterlegen, begeben Sie sich bitte in den Menüpunkt Extras, Mandanteneinstellungen. Innerhalb der Mandanteneinstellungen begeben Sie sich bitte in den Register Elster Organschaften. Nun können Sie die Signaturart einstellen. Wählen Sie hierzu bitte, sofern Ihnen kein kostenpflichtiger Elster-Stick vorliegt, Softwarezertifikat Elster-Basis. Nun öffnet sich ein zweites Feld, in dem Sie den Pfad zur Zertifikatsdatei hinterlegen können. Um die Datei zuzuweisen, klicken Sie bitte auf das Ordner-Symbol und wählen in dem sich nun öffnenden Explorer-Fenster das Verzeichnis, in dem sich Ihre Zertifikatsdatei, hierbei handelt es sich immer um eine .pfx-Datei, befindet, zu. Und bestätigen Sie im Anschluss Ihre Eingabe mit OK.